FIFA Superliga im DSF. German Super League on DSF. FIFA Superliga im DSF. FIFA Superliga on DSF. Tysk FIFA Superliga on DSF. Das erste Rennen der Saison 1997 findet statt im Stadion Landshut Ellermühle. Herzlich willkommen zu unserer Zusammenfassung der Höhepunkte. Bei der Fahrerparade natürlich im Mittelpunkt Deutschlands populärster Fahrer Gerd Rist. Er startet für Diedenbergen für den Titelverteidiger. Der MEC Heidering Wittstock mit den Topfahrern Peter Wandirek und Karel Pruser. Ein Mitfavorit für den Nachmittag in Landshut. Und das sind die Gastgeber, der AC Landshut, der deutsche Rekordmeister, diesmal stark ersatzgeschwächt, denn Stefan Bachhuber und Joachim Kugelmann, sie sind mit Verletzungen vom Länderkampf am Tag zuvor in Pocking zurück nach Hause gekommen. Die Einschätzung der Teamchefs. Wir haben die Mannschaft verstärkt mit Robert Barta und Marvin Cox. Marvin Cox war schon in Landshut und Robert Barta ist jetzt in einem bayerischen Verein, was sicher sehr gut ist, auch für das Publikum. Und wir hoffen eben eine gute Verstärkung durch diese zwei Leute zu haben. Kann Landshut deutscher Meister werden in diesem Jahr? Ich hoffe, dass die Chance besteht und dass das Verletzungspech uns nicht hier einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, die Konkurrenz papiermäßig ist bedeutend stärker geworden. Man kennt ja jetzt viele Fahrer noch überhaupt nicht, nur vom Namen her. Und ich denke, eine Prognose zum Stand der Dinge im Moment ist nicht zu geben. Wir müssen warten, bis wir gegen jeden Fahrer oder beziehungsweise gegen jede Mannschaft gefahren haben. Also wir haben schon höhere Ziele gesetzt, denn wir wollen auf jeden Fall in den ersten drei mitmischen. Denn ich hoffe, dass wir wirklich gute Mannschaft aufgestellt haben, die wirklich gute Ambitionen hat. Aber wir wollen nicht den Tag von dem Abend loben. Wir werden sehen, was alles auf uns zukommt. Also im Motorradsport, speziell im Speedway-Sport, ist alles möglich. Aber wie schon sagte, bei der Konkurrenz wird es sehr, sehr schwer. Neu eingeführt in der Saison 97 das sogenannte Punktelimit, das bei 35 Zählern liegt. Es soll die Chancengleichheit bei den Vereinen ein bisschen mehr garantieren. Es dürfen von den 5 eingesetzten Fahrern nicht mehr als 35 Punkte mit eingebracht werden. Wie funktioniert das Ganze? Alle Fahrer wurden vor Saisonbeginn von der Föderation eingeschätzt aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit und den Erfolgen, die sie im letzten Jahr erzielt haben. Das untere Punktelimit liegt übrigens bei 15 Punkte. Das darf auf keinen Fall unterwandert werden, sonst ist die Teilnahme nicht gewährleistet bei diesem Superliga-Rennen. 5 Fahrer also im Feld, 4 fest nominiert plus einem Ersatzfahrer. Der darf x-beliebig gegen einen Stammfahrer eingewechselt werden. Aber er darf nicht mehr als 4-mal bei den insgesamt 20 Läufen zum Einsatz kommen. Das zum Reglement. Es geht los mit dem ersten Lauf an diesem Nachmittag. Mit der blauen Kappe Peter Wandirek für den MC Heidering Wittstock. Mit der roten Kappe werden wir sehen Joachim Kugelmann vom AC Landshut. Ein Maschinenbauer und Werkzeugmacher, der mit der schweren Fußverletzung trotzdem auf dem Motorrad sitzt. Mit der Nummer 14 mit der gelben Kappe, das ist Chris Lewis. Ein Engländer, sicherlich ein ganz heißer Favorit für diesen Lauf hier. Und mit der weißen Kappe Andreas Rahn mit der Nummer 12 vom MC Post Leipzig. Die letzten nervösen Vorbereitungen vor diesem ersten Lauf der Saison 97 und Startfreigabe vom Startrichter. Das Band geht hoch auf der Innenbahn. Andreas Rahn, aber außen Chris Lewis in Führung gegangen. Ein Turbostart des Engländers und er setzt sich sofort vom Feld ab. Joachim Kugelmann, der Landshuter von der gastgebenden Mannschaft, kämpft vehement um Platz 2, während Chris Lewis einen riesen Vorsprung auf die Bahn legt. Dahinter Kugelmann, dann Andreas Rahn. Und Peter Wandirek, der Spitzenfahrer von Wittstock, noch ein bisschen abgeschlagen, verwunderlich zu diesem Zeitpunkt. Die ersten kleinen Wheelies von Chris Lewis, der souverän an der Spitze liegt, mit dem Feld, mit dem Gaszug, mit seinem Motorrad förmlich spielt. Da haben die anderen nichts zu bestellen, hier geht es nur noch um die Plätze.
Souveräne Leistung von Chris Lewis und er weiß, was das Publikum sehen will. Die Showeinlage, sie gehört dazu. Und die 3000 im Ellermühlenstadion haben die helle Freude am Engländer. Da schaut bei diesem Lauf sogar die Sonne ein bisschen aus den Wolken heraus. Souveräner Laufsieg für Chris Lewis und die ersten drei Punkte für Diedenbergen, für den Titelverteidiger. Zwei Zähler durch Joachim Kugelmann trotz seiner gebrochenen Zehe und einen Punkt durch Petter Wandirek für Wittstock. Leipzig geht leer aus. Wir sehen hier den Grund. Andreas Rahn schiebt sein Moped zurück Richtung Boxengasse. Sein Motor war geplatzt, muss gewechselt werden. Spitway, kein billiger Sport. Dieses Vergnügen kostet rund 12.000, 13.000 Mark für die Ausrüstung, also für eine Maschine. Allein ein einziger getunter Motor kostet 6.000 bis 7.000 Mark. Chris Lewis, er fährt zufrieden ins Fahrerlager zurück. Der erste Laufsieg des Jahres 97, also für den Engländer. Wir sehen die letzten Vorbereitungen für Lauf 2 mit der weißen Kappe vom MC Post Leipzig. Das war Fred Opitz. Und mit der gelben Kappe, das ist Gerd Riss, der Sandbahnweltmeister der Jahre 91 und 96, der erfolgreichste deutsche Fahrer, seit Egon Müller Helm und Schuhe ja an den Nagel gehängt hat. Auch für Gerd Riss das erste Rennen der Saison in dieser Superliga und trotz all seiner Routine, die Anspannung war ihm im Vorfeld anzumerken. Auf das Tableau innen, da sehen wir Prosa für Wittstock, dann Stefan Bachhuber für Landshut, Gerd Riss für Diedenbergen und Fred Opitz für den MC Post Leipzig am Start ganz außen mit der weißen Kappe zu sehen. Die letzten Korrekturen vom Startrichter. Da war Gerd Riss zu nah an der weißen Außenmarkierung seiner Startbox. Jetzt ist alles okay, Start freigegeben. Und los geht's. Prosa ganz innen mit der blauen Kappe behauptet sich gegen Gerd Riss. Dahinter Stefan Bachhuber. Und er geht ganz nah innen an der Bahn. Versucht an Gerd Riss vorbeizukommen. Der geht ein bisschen zu aggressiv zu Werke und dann der Massensturz. Da hat er einfach überzogen, der Gerd Riss. Hat zu viel Wollen in dieser zweiten Kurve. Und da gab es kein Halten mehr, wir werden es gleich in der Zeitlupe sehen. Am schlimmsten betroffen von diesem Unfall, Fred Opitz vom MC Post Leipzig. Sofort die Durchsage, die Kampfrichter haben entschieden, Sturzverursacher Gerd Riss, er wird disqualifiziert vor dem Restart, aber während wir den Gerd Riss da hinten noch zusammengekaut am Boden liegen sehen, es gibt Wichtigeres als die Disqualifikation. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Wir sehen es noch einmal bei Prosa. Das Hinterrad kommt zu weit nach vorne. Er muss das Lenkrad ganz kräftig einschlagen. Das Motorrad steht schräg, zu schräg. Dadurch wird viel Tempo weggenommen. Gerd Riss kommt mit viel zu viel Geschwindigkeit an. Die Motorräder haben ja keine Bremse. Kann den Speed nicht mehr wegnehmen. Da gibt es die Berührung. Beide kommen zu Sturz. Fred Opitz, der innen durch die Lücke durchschießen wollte, kann nicht mehr dem Motorrad ausweichen von Gerd Riss. Rattert voll drüber, rollt sich über Kopf und Schulter ab und wird am härtesten betroffen. Er hat einen Schulterblattbruch, fällt damit natürlich für den Rest der Veranstaltung aus. Gerd Riss disqualifiziert. Für Opitz kommt der Ersatzfahrer zum Zug. Das ist mit der Nummer 19 Andreas Lumpic. Und dann nächste kuriose Situation beim Restart. Es wird das Band überfahren, bevor es in die Höhe hochschießt. Und wer wird disqualifiziert? Der Tscheche Prusa mit der blauen Kappe auf der Innenbahn. Er hatte als erster das Startband mit dem Vorderrad nach unten gedrückt. Kann es gar nicht glauben. Es muss ihm da vom Startrichter noch einmal bestätigt werden. Aber dann weitere Proteste ausgeschlossen. Prusa verlässt die rote Aschenbahn und damit nur mehr zwei Fahrer, die hier um die Punkte kämpfen. Stefan Bachhuber gegen Leipzigs Ersatzfahrer Andreas Lumpic. Lumpic außen, Bachhuber innen. Und Bachhuber setzt sich souverän an die Spitze, kann auf seiner Hausbahn zunächst einmal das Geschehen kontrollieren. Andreas Lumpic in diesem Wiederholungslauf ohne Chance.
wird immer wieder weit herausgetragen auf die Außenbahn. Da ist viel weniger Grip. Da liegt das weiche Sandmaterial auf der festgefahrenen Innenseite. Stefan Bachhuber ohne Probleme. Und es gibt ganz souverän 3 Punkte für den Rekordmeister, für den AC Landshut. Allzu großer Jubel kommt hier beim Publikum momentan nicht auf, ganz klar. Da sitzt der Schock dieses doch heftigen Sturzes noch etwas zu tief. Lumpic, der Ersatzfahrer, natürlich ein bisschen überrascht, dass er hier so schnell aufs Moped springen musste, um ins Rennen zu gehen. Hat hier Stefan Bachhuber nichts entgegenzusetzen. Und damit souverän 3 Punkte für den AC Landshut, der in der Gesamtwertung mit 5 Zählern in Führung geht. Diedenbergen hat 3, Leipzig 2, Wittstock abgeschlagen am Ende des Feldes mit 1 Punkt. Lauf 3, Robert Kessler mit dem gelben Helm, Jean Wilsen, der Engländer, mit Blau. Jan Stechmann für Leipzig starten mit der weißen Kappe und Rot. Marvin Cox ganz innen für den AC Landshut und er geht auch in Führung in der ersten Kurve. Aber auf der Innenbahn Jan Stechmann, der Däne. Zieht an Jean Wilsen vorbei, der sich das erste Schutzvisier von der Brille reißt. Außen Marvin Cox, Jan Stechmann innen. Und Cox geht in Führung. Der Engländer, der dieses Jahr für den AC Landshut startet. Und das sieht auch gut aus für die Gastgeber. Da liegen 3 weitere Punkte im Bereich des Greifbaren. Wütende Attacken des Dänen von Jan Stechmann auf der Außenbahn. Und wilde Attacken, da versucht er innen durchzugehen, der Däne. Der 30-Jährige, der als Profi arbeitet, hauptsächlich in England an den Start geht. Und Marvin Cox, er führt weiter das Feld an. Erneut die Attacke von Stechmann und da ist er innen durch. Cox kann, nachdem er weit rausgetragen wurde, nicht blockieren. Versucht jetzt mit mehr Speed außen sich die Führungsposition zurückzuholen, aber lange Gesichter beim AC Landshut. Jan Stechmann rettet den Vorsprung über die Ziellinie und damit 3 Punkte für den MC Post Leipzig. Taktisch nicht besonders klug gefahren von Marvin Cox. Da hat er sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Hat zu spät die Attacke auf der Innenbahn von Jan Stechmann bemerkt. Wir kommen zu Lauf 4. Schneiderwind für Leipzig, Robert Kral für Diedenbergen, Robert Barth für Landshut und Hordan mit der blauen Kappe ganz innen für Wittstock. Und der Landshuter geht in Führung. Robert Barth, trotz seines Kapselrisses im Finger, er hat noch genug Feingefühl für den Gaszug. Souverän in Führung liegend. Der Leipziger Schneiderwind versucht da immer näher heranzukommen an Robert Barth. Der kontrolliert aber das Feld und das Tempo. Kann sich hier alles nach Belieben einteilen. Diese Bahn in Landshut an diesem Nachmittag verlangt sehr viel fahrerisches Feingefühl. Vor allem in der zweiten Kurve doch einige Schläge, wo das Vorderrad immer wieder abgehoben wird. Und da heißt es, nicht zu hart fahren, spielen mit dem Gaszug und mit dem Motorrad, mit dem Lenker vorne ganz weich abfedern, das Motorrad auf Kurs auf der richtigen Linie halten. Und Barth gelingt das vortrefflich in diesem Lauf. 3 Punkte für den AC Landshut. Bereits der 2. Sieg für die Gastgeber und das lässt sich doch alles perfekt an. Trotz der verletzungsbedingten Nachteile. Landshut bestens in die Saison 97 gestartet. Laufsieg also für Robert Barth. Ein souveräner Start für ihn und dennoch, er ist alles andere als glücklich und zufrieden. Nein, die Saison hat für mich keinen allzu guten Auftakt genommen. Ich bin gestern schon ein Rennen in Pocking gefahren und hatte da leider gleich im ersten Lauf am Start einen Sturz. Ich habe mich mit einem anderen Fahrer verhakt und habe mich an der rechten Hand etwas lädiert. Neu am Start für den MC Heideringer Wittstock, Jean Wilsen aus Dewsbury in England, 27 Jahre alt. Er könnte
ein absoluter Star dieser deutschen Speedway-Superliga werden. Mal hören, was er zu seiner Rolle in seinem Team zu sagen hat. Ich hoffe, wir haben eine gute Chance auf den Titel. Ich kenne die anderen Fahrer zwar fast überhaupt nicht, weiß nicht, wie die fahren. Meine Teamkollegen habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, also keine Ahnung, was die drauf haben, aber ich hoffe, wir sind eine echt dufte Truppe. Wir kommen zu Lauf 5. Marvin Cox auf der Außenbahn, Jaroslav Gawenda für Wittstock mit der blauen Kappe und ganz innen, da sehen wir Gerd Riss und der übernimmt auch sofort die Führung. Große Frage, hat er den Sturz, den er verursacht hat, in Lauf 2 weggesteckt? Ganz offensichtlich lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen, auch nicht durch den wild auf der Außenbahn attackierenden Marvin Cox. Riss schön innenfahrend, hat dadurch zwar etwas weniger Tempo als der zunächst auf der Außenbahn dahinziehende Marvin Cox. Aber kann dann früher beim Herauskommen aus der Kurve Gas geben. Und das macht er ganz perfekt. Da kann er sich schon in aller Seelenruhe umschauen. Der Gerd Riss sieht, der Vorsprung ist groß genug. Ich muss hier kein allzu großes Risiko gehen. Tempo kontrollieren. Das Ganze sicher über die Ziellinie bringen. Und dann ist dieser Sturz in Lauf 2 vergessen und vorbei. Und genauso kommt es auch. Laufsieg für Gerd Riss. Und damit seine ersten drei Punkte an diesem Nachmittag. War auch mit dabei beim Länderkampf in Pocking am Vortag und er hat da souveräne Punkte gesammelt für seine Mannschaft, für Deutschland 1. Da ist man weiter geworden hinter Dänemark. Gerd Riss hat 26 Zähler dazu beigetragen. Lauf 8 sparen wir uns. Diedenbergens Chris Lewis hat den gewonnen vor Wittstocks Jean Wilson und Robert Barth vom AC Landshut. Und wir sehen hier Lauf 9, ganz wichtig für die Gesamtwertung. Gerd Riss auf der Außenbahn. Seine Gegner, Zdeněk Schneiderwind, Jean Wilson und Joachim Kugelmann für den AC Landshut mit der roten Kappe. Und der vergeigt diesen Lauf schon am Start. Zwar auf der Innenlinie, aber er kann Gerd Riss und Jean Wilson zunächst nicht halten. Kugelmann zieht dann an Jean Wilson auf der Innenbahn vorbei. Aber der Engländer später auf der Innenbahn kann gegenhalten, sichert sich Platz 2. Geht erneut an Kugelmann vorbei, während Gerd Riss vorne an der Spitze des Feldes das Tempo und die Gegner kontrolliert. Schön, seine Schräglage braucht er gar nicht mit dem Fuß auf den Boden runtergehen. Seine Stahlplatte unter der Sohle kommt kaum zum Einsatz. Und die anderen haben doch schon erheblich mehr Handlingsprobleme mit der Maschine. Vor allem der ganz leichte Jean Wilson an zweiter Position liegend hat immer wieder damit zu kämpfen, dass das Hinterrad seiner Maschine auch zu heftig nach vorne geschleudert kommt. Da muss er vom Gaszug runtergehen, Tempo rausnehmen und das erleichtert Gerd Riss, seine Führungsposition zu verteidigen. Gerd Riss ist ja voll Amateur, er arbeitet als Zimmerermeister im elterlichen Betrieb, sorgt täglich noch für seinen Unterhalt und er hat es da ein bisschen besser als Jean Wilson mit der blauen Kappe, der in diesem Lauf Zweiter wird. Dieser John Wilson, der 27-Jährige, ist Vollprofi, aber ganz kurios seine Situation. Er hat zu viele Punkte, darf nicht in der englischen Premier League an den Start gehen, muss ein Jahr zwangspausieren. Denken, dass er hier einen furiosen Start hingelegt hat, zunächst in Führung gehen kann, aber dann Gerd Riss von ganz außen kommend. Spektakulär die Aktion des 32-Jährigen. Blockiert John Wilson an der Spitze ab. Der kann nicht anders, als sich erst einmal zurückhalten. Sonst gäbe es die feindliche Berührung und unter Umständen den Sturz. Dieser Jean Wilson, er kann nicht mal in der englischen Elite-Liga starten, denn die ist mit 10 Fahrern voll. Also no job at home. Er muss Kasse machen in Deutschland. Und so üppig viel ist da auch nicht zu verdienen. Souveräner Laufsieger also für Gerd Riss. Und wir schauen vor zu Lauf Nummer 10. Es ist, wenn man so will, der letzte Lauf vor der Halbzeit. Jan Stechmann, der Däne, für Leipzig starten. 30 Jahre alt, auch er Vollprofi. War beim Speedway-Finale 1994 Gesamt 10.
Er neben Stefan Bachhuber und Jaroslav Gawenda. Auf der Innenbahn der Engländer Chris Lewis für Diedenbergen. Und dieser Chris Lewis, er setzt sich gleich wieder souverän an die Spitze. Was hat der Junge drauf? Stefan Bachhuber kann nicht dagegen halten. Und schon in der zweiten Kurve der Abstand vorhanden, der ausreichend ist, damit Chris Lewis ohne Probleme sich die Ideallinie heraussuchen kann. Und schauen Sie sich die Motorradbeherrschung des Engländers an. Unglaublich. Jan Stechmann vorbeigezogen an Stefan Bachhuber. Eine Enttäuschung auf den Rängen im Stadion Ellermühle zu Landshut. Da schaut der Lokalmatador gegen den dänischen Profi doch ein bisschen alt aus. Jan Stechmann, gesamt 15. im Speedway Grand Prix 1995. Sein Hauptarbeitgeber ist das Team Peterborough in England. Fährt dort auch in der englischen Elite-Liga. Chris Lewis, 27 Jahre alt. Auch er in England unterwegs für ein Team, das in Ipswich beheimatet ist. Und er holt sich seinen zweiten Laufsieg an diesem Nachmittag. Weitere souverän herausgefahrene 3 Punkte für ihn und für seine Mannschaft Diedenbergen. Dieser Chris Lewis, er hat einen berühmten Vater, einen Ex-Speedway-Star. John the Tiger Lewis war schon einmal Dritter bei einer Weltmeisterschaft. Und Chris Lewis, den wir hier nach diesem spektakulären Startmanöver an die Spitze gehen sehen haben, er war WM-Dritter 1993 in Pocking, also ein absoluter Weltklasse-Fahrer. Der nächste Lauf, Heat Nummer 11. Zwei Tschechen, ein Deutscher, ein Engländer am Start. Die Bahnverteilung innen, Peter Wandirek für Wittstock. Marvin Cox für Landshut, weiß Andreas Lumpic, der Ersatzfahrer. Gelb Robert Kral für Diedenbergen, ganz außen. Und Robert Kral mit einem fantastischen Start geht hier an die zweite Position und schiebt sich dann an Wandirek, an den tschechischen Altmeister, 35 Jahre alt, vorbei an die erste Position. Ganz interessanter Mann, dieser Robert Kral, 21 Jahre erst alt, aber ein Riesentalent. Hat sich in den letzten beiden Jahren in der Bundesliga in Diedenbergen an das Top-Niveau heranarbeiten dürfen. Man hat viel Geduld mit ihm gehabt und diese Aufbauarbeit, sie macht sich bezahlt. Souverän an der Spitze, Robert Kral, stammt aus Divisov, ein Vollprofi. 1994 war er Junioren-Vizemeister in der Tschechoslowakei. Im selben Jahr auch Fünfter schon bei den Senioren. Sitzt seit 7 Jahren auf Speedway-Motorrädern, hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und ist jetzt bereits ein Topfahrer der Speedway-Superliga. Marvin Cox, der Engländer auf Rang 2, kann hier Robert Kral keine Paroli bieten. Peter Wandirek unangetastet Dritter in diesem Lauf, denn der für Leipzig fahrende Andreas Lumpic, er ist ausgeschieden mit einem Motorschaden. Damit also 3 weitere Zähler für Diedenbergen. Insgesamt hat die Mannschaft jetzt 22 Punkte auf dem Konto. Landshut nach dem 2. Platz von Marvin Cox, insgesamt jetzt mit 16 Punkten auf Gesamtrang 2. Wittstock folgt mit 14 Zählern auf Rang 3 und Leipzig geht in diesem Lauf leer aus, letzter im Gesamtklassement. Ich möchte Ihnen heute meine Speedway-Maschine vorstellen. Erstens mal die Besonderheiten an diesem Speedway-Motorrad. Wenn wir hier mal die Gabel anschauen, das ist eine Schwinggabel. Früher sind wir ja hier mit ganz normalen Teleskopgabeln gefahren. Wir haben jetzt hier einen Schwingenarm drin mit einem Dämpfer. Möglich ganz einfach das, dass wir ein bisschen ein besseres Federverhalten haben mit diesem Motorrad. Das nächste ist, wir haben hier einen liegend eingebauten Motor, nicht wie früher war der Motor stehend eingebaut, ermöglicht wieder, dass der Motor nach vorne gekippt ist, dass man den Schwerpunkt weiter nach unten verlagert und dass man hier auch wieder ein bisschen schneller fahren kann. Dann haben wir noch eine Besonderheit, das Motorrad hat keine Bremsen. Wir haben hier nur eine Kupplung. Hier haben wir eine Reißlinie, die muss jeder Fahrer hier ums Handgelenk machen und wenn er zu Sturz kommt, dann zieht man die Reißleine hier raus. Und dann unterbricht das Motorrad den Zündfunken.
Das Motorrad wird mit Methylalkohol betrieben und das zu 99% verbrennt. Das Einzige, was hinten rauskommt, ist noch ein bisschen Wasserdampf. Das Gleiche auch mit dem Motorenöl. Wir fahren ein Öl, das auf pflanzliche Basis hergestellt wird und das, wo absolut biologisch abbaubar ist. Also wenn da mal ein Tropfen wirklich in die Erde reinkommen sollte, was jeder Fahrer eigentlich so weit im Griff hat, passiert absolut nichts. Also vielen Dank für diese wichtigen Informationen für Neueinsteiger. Als Zuschauer bei der Speedway Superliga, jetzt verstehen Sie sicherlich eine ganze Menge mehr. Lauf 12, den schenken wir uns. Es gab einen eindeutigen Sieg von Robert Barth für den AC Landshut. Die Mannschaft hat damit ein bisschen Boden gut machen können, steht jetzt bei insgesamt 19 Zählern. Karel Prosa holte einen zweiten Platz und damit 2 Punkte für Wittstock, bringt das Team auf 16 Punkte. Diedenbergen aber weiterhin weit vorne mit 23 Punkten. Lauf 13. Wir sehen wieder mal John Wilson. Er steht immens unter Druck, denn wollen die Hessen hier noch was reißen, dann muss jetzt eigentlich ein Sieg her. Schwerer Lauf für ihn. Es gibt harte Fighter am Start. Robert Kral mit dem gelben Helm, John Wilson blau-rot, Stefan Bachhuber weiß, Andreas Rahn für Post Leipzig. Wilson gegen Robert Kral. Ein ganz, ganz heißes Duell. Kral weit außen rausgetrieben mit seiner Maschine. Wird erstmal möglichen Touchierungen in dieser engen Startphase aus dem Weg gehen. Stefan Bachhuber an dritter Position, Andreas Rahn bereits zurück. Robert Kral kontrolliert im Moment das Geschehen an der Spitze. Hat sich klammheimlich auf der Außenbahn schön an John Wilson vorbei geschoben, der immer noch die Innenbahnlinie bevorzugt, die sich im bisherigen Veranstaltungsverlauf auch als die schnellere Bahn herausgestellt hat. Aber dieser Robert Kral, er kann das hohe Tempo, das er auf der Außenbahn geht, perfekt beherrschen. Und dann geht John Wilson kurz vor Schluss auf der Innenbahn vorbei. Der Grund sieht zunächst nach einem ganz spektakulären Manöver und taktischer Glanzleistung des Engländers aus, aber er bekommt den Sieg, wenn man so will, ein bisschen geschenkt, denn bei Robert Kral in der letzten Kurve der Motor hochgegangen. Da sehen wir, wie er runterschaut, zieht am Gaszug, kommt nichts mehr. Da heißt es schnell auskuppeln, noch ausrollen und Punkte retten. John Wilson kassiert 3 Zähler für Wittstock und Pech für Robert Kral. Er fällt auch noch auf Rang 3 zurück, verliert damit wichtige Punkte. Stefan Bachhuber auf den letzten Metern noch auf Position 2 vorgegangen. Tiedenbergen jetzt mit 24 Zählern, Landshut 21 Punkte auf Rang 2. Lauf 14. Otto Niedermeyer werden wir gleich sehen, ein Nachwuchsfahrer des AC Landshut mit der roten Kappe, 24 Jahre alt, Maurer von Beruf. Er hat einen der heißesten Motoren im ganzen Feld, der in seinem Rahmen eingebaut wurde von Erich Bayer, ein Super-Tuner, jüngst Speedway-Weltmeister geworden. Sein Fahrer, der von ihm ausgerüstet worden ist, Dragalin, der Russe, der Titelgewinner. Und ab geht die Post in diesem Lauf 14. Niedermeyer trotz Bayer-Power nur auf Rang 3. Muss hier viel Sand schlucken, reißt sich schon das erste Schutzvisier nach der ersten Kurve runter. In Führung liegend Robert Kessler. Und Robert Kessler, ein Vollprofi, er hat langsam aber sicher mit leichten Konditionsproblemen zu tun. Am Freitag war er noch in England unterwegs für sein Team, am Samstag der Länderkampf in Pocking und am Sonntag bereits dieser erste Veranstaltungstag der Speedway Superliga. Zwischendrin die Autofahrt, das Übersetzen mit der Fähre, lange Reisedistanzen also, die er zu überstehen hatte. Unregelmäßige Ernährung, was so alles dazukommt also. Eine ganz schöne Belastung für den Mann, der für Dietenbergen hier souverän an der Spitze liegt. Andreas Lumpitsch für Post Leipzig unterwegs. Und da sehen wir mit Schmerzen am Boden liegend Otto Niedermeyer. Er hat hier einfach überzogen, wollte zu viel, mit zu viel Tempo in die Kurve reingegangen. Da war der Druck vor heimischem Publikum einfach zu groß. Er wollte zeigen, was er drauf hat, hat ein bisschen verkrampft, ist nicht locker geblieben auf der Maschine. Mit zu viel Tempo in die Kurve
Die Bande kam immer näher, da hat er sich aufgerichtet und da war es zu spät, der Einschlag. Aber Gott sei Dank nichts passiert, während Robert Kessler drei weitere Punkte für Diedenbergen einfährt. Die Mannschaft jetzt mit 27 Zählern vorne. Landshut geht aufgrund des Sturzes leer aus. Wittstock bekommt zwei Punkte durch Gawender. Leipzig geht leer aus. Andi Lumpic hat die Steuerkette verloren, während des Rennens ausgeschieden. Wir kommen zu Lauf Nummer 15. Rot Marvin Cox, weiß Schneiderwind, gelb Chris Lewis, blau Karel Prusa. Verteilung. Zdenek Schneiderwind ganz innen, neben ihm Marvin Cox, dann Chris Lewis, der Engländer, und Karel Prusa ganz außen mit der blauen Kappe. Der AC Landshut muss attackieren, damit Diedenbergen hier nicht zu weit davonziehen kann. Schwere Hypothek also für Marvin Cox. Und ab geht die Post. Da war ein Fehlstart nahegelegen. Zdenek Schneiderwind vom Post Leipzig mit dem Vorderreifen schon ein bisschen auf dem Startband gestanden, musste Gas wegnehmen. In dem Moment geht das Ding hoch und alle anderen sind besser weggekommen als er. Auf der Innenbahn hat er dann noch ein bisschen gezaubert, der Zdenek, aber dann gibt es kein Halten mehr. Die Meute rast davon mit Marvin Cox an der Spitze. Chris Lewis diesmal entgegen seiner Gewohnheit ganz außen fahrend. Und Sie sehen, wie Marvin Cox ihn da taktisch geschickt nach außen versucht abzudrängen, aber Chris Lewis mit dem höheren Speed zieht am Ende der Gerade beim Einstieg zur Kurve an ihm vorbei und geht sofort nach ganz innen, damit er von Marvin Cox nicht abgeblockt werden kann. Wieder eine Meisterleistung von Chris Lewis. Wütende Attacken von Marvin Cox auf der Außenbahn. Muss dann immer wieder Gas wegnehmen, um nach innen ziehen zu können. Während Chris Lewis beim Rausdriften aus der Kurve sehr früh den Gashebel runterziehen kann. Und einmal mehr bewundernswert die Motorradbeherrschung. Und verdiente weitere drei Punkte für Chris Lewis nach seinem dritten persönlichen Laufsieg an diesem Veranstaltungsnachmittag. Drei weitere Punkte für Diedenbergen. Landshut hat jetzt 23 Zähler, Diedenbergen mit 27 an der Spitze weggezogen. Ein Punkt für Wittstock durch Karel Prusa. Die Mannschaft weist jetzt 22 Punkte auf. Und Leipzig geht einmal mehr leer aus. Chris Lewis, sein Geschwindigkeitsschnitt 78 Stundenkilometer während dieser vier Runden, das bei stehendem Start. Also die Jungs sind mit ganz heißem Reifen hier unterwegs auf dieser 400 Meter Bahn, also kurze Geraden, relativ lange Kurvenpassagen. Nur wenige Meter, die hier mit voller Höchstgeschwindigkeit gefahren werden können. Ich fahre dieses Jahr für Landshut, weil Neuknick fährt nur in der Bundesliga und es ist eine neue Challenge für mich dieses Jahr. Wie sind die Chancen von Landshut? Landshut ist Rekordmeister, aber die Konkurrenz ist, glaube ich, sehr groß. Ja, ich glaube, es ist eine starke Liga, aber ich glaube, wir haben auch ein gutes Team dieses Jahr. Aber von gestern in Pocken, der Kugelmann haben eine Crash und er hat Bart. So, unsere Chance heute ist ein bisschen weniger vielleicht. Wir möchten auch gehen nach Finale und dann gucken. Dann ist Finalrennen. Sie fahren aber nicht nur in der deutschen Superliga. Ja, ich fahre noch in Tschechien Extraliga und Poland Wanda Krakow. Wie viele Rennen sind das im Jahr? Ich glaube 50. Also eine enorme Belastung und wir haben die Einschätzungen der Fahrer gehört. Auf Wunschdenken oder Realität? Der Saisonverlauf muss es zeigen. Lauf 16, der letzte Heat nach dem Modus Jeder gegen Jeden. Innen Robert Barth. Er beißt trotz seiner Handverletzung vom Länderkampf in Pocking die Zähne aufeinander. Gerd Riss, Petr Wandirek und Jan Stechmann, seine Gegner. Der Däne Stechmann ganz außen. Und ab geht's mit Vollgas. Und was für ein Start von Gerd Riss. Zieht innen durch, Vollgas lässt sich dann ein bisschen raustreiben, kann den Speed mit auf die Geraden nehmen und damit souverän die Spitze in diesem Feld für Gerd Riss. Robert Barth an der zweiten Position,
Dann Petr Vandirek und Jan Stechmann. Stechmann auf Rang 3 jetzt liegend, bedrängt Robert Barth zunehmend. Petr Vandirek hat ganz offensichtlich nicht 100% Leistungsfähigkeit seines Motors zur Verfügung stehen. Der fällt weit zurück. Und Gerd Riss wird langsam aber sicher attackiert von Robert Barth. Robert Barth kommt immer näher. Die erste heiße Attacke auf der Innenbahn. Hat er Glück, dass er mit dem Vorderrad nicht an den Hinterreifen von Gerd Riss Maschine kommt und erneut einen Sturz provoziert. Und Gerd Riss kann seine Führung über die Ziellinie retten. Bravourlöse taktische Glanzleistung von Gerd Riss. Weiterer Tagessieg für ihn. Weitere 3 Punkte für Diedenbergen. Die Mannschaft kommt jetzt damit auf 33 Zähler Gesamtlandshut, auf 25, Wittstock auf 22, Leipzig abgeschlagen, letzter mit 14 Punkten. Noch einmal diese Zeitlupe, die erste Kurve nach dem Start. Da wird es ganz eng, der Rempler von Stechmann gegen Barth, der da beinahe in die Bande abgegangen wäre. Aber diese Rempler, diese Tuschierungen gehören zum Spitwe-Sport. 4 Läufe stehen noch an, da gibt es maximal also 12 Punkte für eine Mannschaft zu holen. Und die Landshuter, die müssen sich jetzt kräftig reinhängen, denn der Rückstand beträgt bereits 8 Zähler. Und wenn Diedenbergen hier die Leistung bis dato gezeigt nur halbwegs so durchziehen kann, ist der Sieg dieser Mannschaft wohl kaum mehr zu nehmen. Wir kommen zu Lauf 17 und sehen die jeweils viertbesten nach Punkten der einzelnen Teams. Joachim Kugelmann, Jaroslav Gawenda für Wittstock, Andreas Rahn für Leipzig und Robert Kral für Diedenbergen. Robert Kral wäre sicherlich viel weiter vorne zu finden mit persönlicher Punktzahl. Wäre der Motor da nicht ausgestiegen, als er in Führung lag und nur mehr Platz 3 rausschaute. Aber das zeigt auch, wie immens stark diese Diedenbergener Mannschaft besetzt ist. Dieser Robert Kral, nur Punkt viertbester seines Teams. Trotz seiner souveränen Leistung bei diesem ersten Speedway-Superliga-Lauf. Geht hier an die zweite Position Joachim Kugelmann vorne. Trotz gebrochener Zehe. Tolle Leistung des Landshuters. Robert Kral zunächst in der Beobachterposition, schaut sich die Linie an von Joachim Kugelmann, geht dann nach innen, weil er da die größte Chance für sich sieht. Die erste Attacke noch abgeblockt. Dann die Finte, die Attacke außen. Kugelmann schaut sich um. Kral zieht wieder nach innen. Vollbeschleunigung, Duell auf der Geraden und beim Eingang der nächsten Kurve. Robert Kral innen durch und damit in Führung liegend. Taktische Meisterleistung des Tschechen. Und Kugelmann hat nichts mehr entgegenzuhalten. Jetzt muss nur noch der ausgewechselte Motor durchhalten bei Robert Kral. Und die Maschine läuft 1A. Robert Kral holt sich Laufsieg, 3 Punkte für Diedenbergen, das jetzt 36 Zähler hat. Joachim Kugelmann mit Platz 2, Landshut mit 27 Punkten, also schon 9 Zähler zurückliegend. Und da deutet sich eine Enttäuschung für die Gastgeber an, die jetzt auf das nächste große Ereignis hoffen müssen. Es gibt nicht nur die Speedway Superliga im Stadion an der Ellermühle. Herr Bäumel, nach dem Superliga-Rennen in Landshut ist hier noch ein großes Ereignis in diesem Jahr. Ja, am 5. Juli, 19 Uhr, findet hier der Grand Prix of Germany hier in diesem schönen Stadion statt. Wir sind ehrlich glücklich, dass wir diese Veranstaltung bekommen haben. Es ist das Bahnsportereignis Nummer 1 in der Bundesrepublik 1997. Und wie gesagt, wenn man sich die Grand Prix-Serie des letzten Jahres ansieht, sind es die härtesten Rennen. Es wird knallhart gefahren. Es geht ja schließlich um 75.000 Dollar Preisgeld bei jedem Lauf. Da stellt sich die Frage, wer ist für Deutschland mit dabei? Gerd Riss, hier in Landshut ist am 5. Juli der Grand Prix von Deutschland. Sie sind der deutsche Teilnehmer mit der Wildcard? Es ist noch nicht sicher. Das wird von der OMK aus entschieden, wer für uns Deutsche fährt. Ich war letztes Jahr deutscher Meister. Ich hoffe natürlich, dass ich dabei bin. Aber wie gesagt, Robert Barth ist auch noch gut. Er ist hier im Club. Vielleicht bevorzugen Sie ihn. Ich weiß nicht.
Sie sind als einziger Deutscher bisher schon einige Grand Prix-Rennen gefahren. Wie hart ist dieser Wettbewerb? Es ist sehr hart. Im Grand Prix, da fahren wirklich die besten 16 der Welt, fahren nur Speedway, fahren im Jahr 80 Rennen. Und ich bin schon zweimal mitgefahren, aber immer nur als Wildcard-Fahrer. Das heißt, ich war nur für ein Rennen in Deutschland hier gesetzt. Ich bin im Nachteil, ich fahre im Jahr vielleicht 15 Rennen gegenüber den anderen mit 80. Also ist es sehr schwierig. Das WM-Finale wurde abgelöst durch das Grand Prix-System. Wie schätzen Sie das sportliche Niveau eines solchen Grand Prix-Rennens ein? Also ich finde, es ist ein sehr hochrangiges Rennen und es ist besser wie das alte System, wo alles an einem Tag entschieden wird, weil hier eigentlich die kontinuierliche Leistung eines Fahrers also im Grand Prix-System honoriert wird und wirklich der Beste dann Weltmeister werden kann. In Lauf 18 mit den jeweils drittbesten der einzelnen Teams schied Andy Lumpic, der Leipziger, mit Motorproblemen aus. Karel Pruser gewann zwar, wurde aber nachträglich disqualifiziert, weil einen Teil des Schalldämpfers an seinem Motorrad verloren hatte. Und Robert Kessler konnte weitere 3 Punkte für Diedenbergen einfahren. Stefan Bachhuber holte deren 2. 9 Punkte Vorsprung vor den letzten beiden Läufen also für Diedenbergen und damit war es schon passiert. Der Titelverteidiger hat den ersten Lauf der Saison 97 für sich entschieden. Wir sehen Lauf 19, es geht zumindest sportlich spannend weiter. Zdeněk Schneider-Wind, Gerd Riss, Marvin Cox, Petr Vandirek, jeweils die Punkt-Zweitbesten ihrer Teams. Es hatte kurz vor dem Start noch Hektik gegeben, Marvin Cox war mit einer blauen Kappe rausgekommen. Die Landshut aber mit Rot unterwegs, musste ganz schnell gewechselt werden, während die 2-Minuten-Lampe schon leuchtete. Da gab es nochmal Hektik, nicht unbedingt die beste Rennvorbereitung, aber Marvin Cox lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Geht hier in diesem spektakulärsten Lauf des ganzen Veranstaltungstages kurzzeitig in Führung. Wird dann von Zdeněk Schneider-Wind an der Spitze abgelöst. Muss hart kämpfen. Gerd Riss bedrängt Marvin Cox da ganz erheblich im Kampf um Platz 2. Aber Gerd Riss kann die Geschichte jetzt schon ruhig angehen lassen. Diedenbergen steht als Gesamtgewinner dieser Veranstaltung bereits fest. Da muss er nicht mehr alles riskieren. Zdeněk Schneider-Wind an der Spitze liegend. Ein ganz besonderes Gefühl für den MC Post Leipzig, der so viel Pech hatte bei dieser ersten Veranstaltung. Erst dieser Schulterblatthalsbruch in Lauf 2 durch Brett Opitz, der musste ersetzt werden. Ersatzfahrer Andreas Lumpic konnte natürlich das Niveau von Brett Opitz nicht halten. Aber hier nochmal ein Laufsieg für die Gäste aus Leipzig durch Zdeněk Schneider-Wind. Sie lagen aussichtslos zurück, ändert an der Gesamtwertung natürlich nichts mehr. Dennoch ein schönes Gefühl, hier nicht ganz abgefieselt worden zu sein. 2 Punkte für Landshut durch Marvin Cox, 1 Punkt durch Gerd Riss. Wir sehen nochmal diese spektakuläre Anfangsphase, in der Zdeněk Schneider-Wind mit vollem Tempo innen auf der Bahn an allen vorbeizieht, dann das hohe Tempo gerade noch so beherrschen kann. Da kommt die Bande doch schon bedrohlich näher, aber der Routinier hat das alles gut im Griff. Der letzte Lauf, der Höhepunkt des Nachmittags. Es sollte auf dem Papier zumindest der Höhepunkt werden. Die Punktbesten der einzelnen Mannschaften. Und natürlich sehen wir Chris Lewis, der alle seine bisherigen Läufe gewonnen hat. Seine Gegner Robert Barth vom AC Landshut, Jean Wilson, Wittstock und Jan Stechmann. Post Leipzig. Kleine Kuriosität, Robert Barth dachte, er wäre auf der Innenbahn, hat da schon mal Platz genommen, aber der Startrichter sagt, nein, nein, nichts gibt's. Chris Lewis startet ganz innen und wir sehen, wie die Löcher in den Boden geschlagen werden mit der Fußspitze und mit der Hacke. Es geht um den Halt, damit man sich beim Start auch noch mit den Fußspitzen ein bisschen abdrücken, abstoßen kann. Das sind Winzigkeiten, die aber den Ausschlag geben können, wer beim Eingang in die erste Kurve, der so wichtig ist, die Nase vorne hat. Der Gesamtsieg für Diedenbergen steht fest, aber hier geht es ums Prestige. Chris Lewis, Robert Barth, John Wilson, Jan Stechmann. Wer ist der beste Fahrer des Veranstaltungstages? Genau im richtigen Moment den Gashebel durchgezogen. Chris Lewis auf der Innenbahn ganz weit mit dem Vorderrad über der weißen Linie bereits. Aber die Kampfrichter hat nichts zu beanstanden und Chris Lewis setzt sich sofort ab. Robert Barth unter Druck von Jan Stechmann.
Gibt es ein ganz heißes Duell um den zweiten Platz, während wir hier vorne Chris Lewis ziemlich einsam an der Spitze seine Bahnen ziehen sehen. Leicht abgeschlagen bereits Jean Wilson. Der Engländer, das war so nicht zu erwarten. Die ersten kleinen Wheelie-Einlagen von Chris Lewis, die demonstrieren, wie selbstsicher sich dieser Engländer ist. Der kontrollierende Blick nach hinten und dann das Zuckerl fürs Publikum. Und die bekommen für ihr Eintrittsgeld reichlich was geboten. Es gab spannende, packende Rennläufe. Leider auch diesen verhängnisvollen Sturz in Heat Nummer 2, verursacht durch Gerd Riss. Das Opfer Fred Opitz mit dieser schweren Verletzung. Von dieser Stelle aus alles Gute an ihn. Und einen Gesamtsieg souverän herausgefahren von Diedenbergen und vor allem auch von Chris Lewis, der auch diesen finalen Heat für sich entscheidet, noch einmal 3 Punkte auf sein Konto gutschreiben kann. Robert Barth kassiert noch einmal 2 Zähler für den AC Landshut. Jan Stechmann auf Rang 3 und leer ausgegangen in diesem Lauf. Etwas überraschend, Jean Wilson. Das Endklassement Diedenbergen, 43 Zähler. Landshut 33 Punkte, Wittstock 23 und Leipzig 18. Und wenn wir hier diese Zeitlupenstudie von Chris Lewis noch einmal sehen, der kleine Hinweis, nach Ende des Rennens gibt es sogenannte Matchpunkte. 3 Punkte für den Laufsieger, 2 für den zweiten, 1 Matchpunkt für den Drittplatzierten. Und natürlich keinen Zähler mehr für den MC Post Leipzig. Die Matchpunkte sind ausschlaggebend für den Platz in der Tabelle. Die Laufpunkte kommen nur dann zur Geltung, wenn 2 Mannschaften punktgleich sind. Das Interview mit dem Sieger. Chris Lewis meint, jeder hat, denke ich, heute seinen Spaß hier gehabt. Es ging zwar nicht ohne Sturz ab, aber danach war es doch ziemlich spannend. Ich hoffe, mein Team kann so weitermachen und erneut ins Meisterschaftsfinale einziehen. Und da sind sie, die 5 Gladiatoren der siegreichen Mannschaft aus Diedenbergen. Des Titelverteidigers, der sich hier mit 43 Gesamtzählern nach insgesamt 20 Läufen durchsetzt. Gerd Riss, Chris Lewis, Robert Kessler, Robert Kral und Ersatzfahrer Sigmund Lienert, der diesmal nicht zum Einsatz kam. Das ist der Tabellenstand in der Speedway Superliga nach der ersten Veranstaltung. Brockstedt und Güstrow haben ja pausiert. Es gehen immer nur 4 Mannschaften am Start. So auch am 13. April beim nächsten Lauf. Der findet dann in Wittstock statt. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, fürs Zuschauen und Speedway nicht nur eine Fernsehveranstaltung. Gehen Sie doch mal selber hin zu einem solchen Rennen. Es lohnt sich.